Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Park Jurassic Antarctica. Ich führe hier schon fleißig den Weg weiter hinter unserem ersten Gehege. Und hier vorne kommt dann auch direkt eine kleine Abzweigung hin, so eine Dreierkreuzung. Und den Hauptweg führe ich natürlich auch weiter, dem Wasser entlang, hier um eine Kurve. Übrigens, das große Gewässer, was ihr dort sehen könnt, das möchte ich möglichst beibehalten. Also das werde ich vielleicht leicht abändern, aber entfernen werde ich das nicht. Also ich finde den See eigentlich ganz schön auf der Karte. Und jetzt wird hier noch das Terrain abgesenkt. Und der Bereich hier, der jetzt alles ja, weiß ist, das wird das nächste Gehege. Hier plane ich jetzt so eine kleine Beobachtungsecke mit den neuen Baumstammgalerien. Und dann mache ich hier auch nochmal eine Zipline über das Gehege. Ich habe hier auch wieder viele Höhenunterschiede, wie ihr sehen könnt. Außerdem fehlen natürlich auch noch Besucherläden, die habe ich noch gar nicht untergebracht im Park. Irgendwo müssen die Leute ja auch essen, trinken. Das können sie jetzt an dieser Stelle. Und dann auch nochmal ein Toilettengebäude dort schräg hin. Hier vorne beim ersten Gehege war mir das auch noch ein bisschen zu leer, deswegen habe ich da zwei Schutzbunker nebeneinander platziert. Und drumherum natürlich wieder gestaltet mit Felsen, Bäumen und ja, was man eigentlich immer so macht. Und jetzt habe ich wieder eine Brücke gebaut, eigentlich genauso wie in der ersten Folge. Also einmal hier die Bodenplatten legen. Die kommen dann über das Wasser. Dann habe ich das Gewässer hier nochmal so ein bisschen angepasst. Und jetzt kam schon das Geländer. Da habe ich dann an die Ränder wieder diese Laternen dran gemacht oder Lampen. Dann ist es bei Nacht auch schön beleuchtet. Die kam dann hier an die Seite von der Brücke. Und dann kamen natürlich auch wieder Stützen darunter. Da habe ich diese Lagunen-Wanddeko wieder genommen. Gegenüber platziert. Und dann so ein bisschen ineinander geschoben, dass man die Fackeln nicht mehr sieht. Und dann waren das perfekte Stützen für meine Brücke. Als nächstes ging es dann jetzt an die Gehegeplanung. Hier wollte ich eine kleine Tour durchführen. Das hier ist ein Tourgebäude. Das ist das DFW-Tourgebäude. Das ist auch irgendwann neu reingekommen durch ein Update. Das habe ich auch bis jetzt, glaube ich, noch nie benutzt. Und hier wollte ich es dann unbedingt mal benutzen. Ich habe hier auch endlich mal ein Tor ins Gehege eingebaut. Das habe ich die letzten Parkbauprojekte mal voll vernachlässigt. Hatte ich mal letztens in einem Kommentar gelesen, dass das irgendwie doof ist, dass die Ranger-Teams dort nie reinkommen. Und ich habe es auch im ersten Gehege wieder vergessen, muss ich sagen. Vielleicht werden wir das noch im Nachhinein ändern. Also die Ranger-Teams haben nicht wirklich einen Zugang zu dem Gehege, was ein bisschen doof ist. Ich springe hier wieder total hin und her. Aber das ist hier gerade auch so ein bisschen die Grundplanung. Also ich habe hier vorne schon mal so ein bisschen den Zaun geplant. Jetzt habe ich ein paar Hotels gebaut, noch ein paar Besucherläden. Und jetzt wird hier erstmal das Stück übergeglättet, dass der Weg hier vernünftig übergeht. Und dann kommt auch noch an die Klippe hier vorne eine Aviarien-Beobachtungsgalerie hin. Hier habe ich dann mit Aviarien-Brutstationen, die ich so ineinander platziert habe, das Ganze von unten so ein bisschen abgestützt, dass es realistischer aussieht. Und dann unten drunter auch nochmal wieder ein paar Säulen, die habe ich so ein bisschen angeschrägt, dann da noch rein platziert. Und dann hat mir das auch gefallen, so wie die Galerie dort war, an der Klippe. Jetzt kamen auch noch Zugänge zu den Baumstämmen hin. Die habe ich alle vier nebeneinander platziert und dann so an die Klippe ran platziert, dass es so aussieht, als wenn dort halt der Tunnel reingeht und dann kann man dorthin laufen. Und dadurch, dass ich vier Gebäude verwendet habe, können die auch alle vier Baumstammgalerien benutzen. Das ist ganz cool.
Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht Baumstammgalerien miteinander verbinden kann. Also man muss halt immer eine Baumstammgalerie haben und ein so ein Verbindungs- oder Eingangsgebäude. Das heißt, man kann nicht mit einem Eingangsgebäude mehrere Baumstämme halt versorgen. Hier vorne habe ich dann auch mal in den Zaun noch so ein paar Stellen eingebaut, wo man durchgucken kann. Und da habe ich dann nochmal so einen kleinen Abstandszaun davor gemacht, dass man nicht ganz an den Zaun rangehen kann. Falls ihr euch fragt, welcher Zaun das übrigens ist, das ist auch eine Mod. Also dieser undurchsichtige Zaun. Das ist die gleiche Mod, die auch diese hüfthohen Zäune in das Spiel bringt. Hier fülle ich jetzt noch die Wegfläche aus vor dem Hotel. Und dann habe ich mir so zwei Biosyn-Beobachtungstürme geschnappt, die im Boden versenkt und als Abschluss für den Zaun benutzt. Als nächstes springen wir jetzt wieder ins Gehege. Jetzt geht es nämlich hier ein bisschen ans Terraforming. Hier habe ich dann auch nochmal zwei Beobachtungsgalerien von der T-Rex Kingdom Mod benutzt. Das sind ja auch diese Baumstammgalerien, die sehen ein bisschen anders aus als die aus dem Spiel. Aber die haben sich hier ganz gut angeboten. Denn ihr werdet gleich sehen, was ich hier vorhab. Da sehe ich nämlich so halb hier in die Klippe. Und auf die andere Seite, da wird auch das Land angehoben und dort kommt dann auch nochmal so ein kleines Stück Berg hin. Dann habe ich mir hier nochmal diese Betonwände geschnappt, einmal die Rotation kopiert und hier eingefügt. Und jetzt hatte ich halt so eine schöne Betonfläche. Und die habe ich dann gruppiert oben, zwischen diese Baumstämme gepackt. Das war dann sozusagen das Dach. Und jetzt kann man es schon erkennen, es ist nämlich ein Tunnel geworden. Die Übergänge habe ich dann noch mit Felsen so ein bisschen ausgeschmückt. Meistens habe ich die Felsen dann auch sehr weit in das Terrain reinplatziert. Fand ich irgendwie mal am schönsten. Der große Vorteil ist ja dadurch, dass hier Schnee liegt, dass man sehr viele Felsen verwenden kann, ohne dass es doof aussieht. Weil das Terrain und die Felsen, die verschmelzen sehr gut so zu einer Einheit, dadurch, dass das halt der Schnee sich so da drauf legt. Ich muss hier allgemein sehr viel Felsarbeit machen in dem Gehege, weil ich halt sehr viele Klippen und sowas hier benutzt habe. Innerhalb des Tunnels habe ich dann auch Erde gemacht, weil da wollte ich nicht unbedingt, dass da viel wächst. Und da kamen wieder weitere Felsen. Und auf dem Berg, der innerhalb des Geheges dann sozusagen noch entstanden ist, da kamen auch noch wieder viele Felsen. Die meisten habe ich halt platziert und dann nochmal immer weiter ins Terrain reinplatziert. Das fand ich immer schöner. Und jetzt habe ich nochmal Klippen daran gepinselt mit dem Terrain Brush. Dann hat sich das auch nochmal ein bisschen mehr vom Schnee abgehoben. Das fand ich auch ganz schön. Dadurch war halt ein bisschen mehr Kontrast da. Und dann hier schon mal den ersten Teil des Geheges soweit vom Terraforming fertig gemacht, hier diese Ecke. Muss nämlich alles noch ein bisschen übergeglättet werden, noch weiter angepinselt werden. Und jetzt konnte ich nämlich hier schon die Strecke entlang führen. Die sollte durch den Tunnel führen. Hier vorne in die Ecke habe ich auch nochmal so einen ganz kleinen Wasserbereich gemacht, damit die Dinosaurier dort später auch hingehen und man die gut beobachten kann von der Galerie oben drüber. Und auch ein Futterspender kam hier in diesen Teil des Geheges. Das ist ein Fleischfutterspender, also hier kommt Fleischfresser rein. Und jetzt kamen wieder weitere Felsen. Und dann kamen endlich die ersten Bäume ins Gehege.
habe mich da wieder für die ganz normalen Tigerbäume entschieden. Also diese ganzen Nadelbäume. Sind ja auch am passendsten in so einer Schneelandschaft. Vor allem sehen die auf der Karte halt auch richtig cool aus, weil es immer so ein bisschen eingeschneit wird. Das, ich wollte gerade sagen Laub, aber Laub ist es ja nicht, sondern die Nadeln. Ich habe da auch eher wieder die kleineren Bäume genommen und diese Büsche immer so ein bisschen in den Boden versenkt. Dadurch wird halt auch die Sicht innerhalb des Geheges kaum beeinträchtigt, weil es halt alles nur so kleinere Tannen sind. Dazu noch so ein paar rote Bäume dazu, die ich auch wieder so als Büsche in den Boden gemacht habe. Das habe ich jetzt schon öfter im Park gemacht. Fand ich ganz schön als Kontrast nochmal zu dem Weiß. Und dann auch nochmal mit dem Bush Brush so ein paar Büsche so eingezeichnet. Und jetzt ging es an die Baumstammgalerie-Ecke. Da habe ich einmal das Terrain so ein bisschen angehoben, weil die sollten ein bisschen erhöht sein, diese Baumstämme. Und die kamen dann erstmal in das Terrain. Warum ich die jetzt da rein platziert habe, das seht ihr gleich. Die wurden jetzt ganz versenkt und jetzt habe ich das Terrain wieder abgesenkt. Weil das Problem ist, man kann, sobald ein Gebäude dort steht, das Terrain nicht wieder anheben. Die muss ich auch ganz vorsichtig arbeiten. Also absenken geht, Terrain entfernen geht, aber nicht wieder hinmachen. Deswegen bin ich jetzt ja auch so sachte beim Einzeichnen. Ich wollte, dass es auch so ein bisschen so aussieht, als wenn es ein großer Baumstamm ist, der da so rund entlang geht und man dort reingehen kann. Jetzt ging es auch noch ein bisschen oben an den Berg. Der muss auch noch geterraformt werden. Die Bäume so ein bisschen entfernt. Und jetzt kamen wieder ganz, ganz viele Felsen. Das kennt ihr ja schon, das Spielchen. Habe ich auch wieder schön in den Boden platziert. Ist manchmal ein bisschen schwer, die anzuklicken, wenn die so in anderen Objekten reinplatziert sind. Deswegen greife ich da auch ab und zu diese Galerie so raus. Ich habe hier auch fast immer nur diesen großen länglichen Felsen benutzt. Damit ging es halt echt am schnellsten. Und wenn man den eh ins Terrain reinplatziert, dann fällt es halt gar nicht auf, dass es immer der gleiche Felsen ist. War ganz praktisch. Jetzt noch ein paar mehr Felsen auf den Berg allgemein. Und dann kam ein großes Gewässer vor diese Galerie. Ein größerer See. Und die Strecke dort einmal drumherum führen. Und dann war die Strecke soweit auch fertig. Da fahren schon die ersten Jurassic-Touren. Aber ich habe jetzt auch nochmal mir so ein paar Büsche geschnappt und die dort an dem Berg zwischen Felsen und Terrain platziert. Sollte halt alles nicht so kalt aussehen, deswegen wollte ich auch ein bisschen mehr bepflanzen. Ich habe dann auch so ein paar rote Bäume noch dazwischen gemacht. Die helfen auch immer, dass es nicht ganz so kalt wirkt. Durch den Kontrast halt und die rote Farbe. Und dann kam jetzt hier auch mal ein bisschen mehr Wald hin. Ich habe jetzt auch jeden Baum einzeln eingezeichnet, also manuell per Hand. Das fand ich irgendwie ein bisschen schöner. Das hat irgendwie mit dem Pinseltool, habe ich es auch erst probiert. Aber es hat nicht so gut geklappt, wie ich es wollte. Ich bin ja eigentlich immer eher Fan davon, das meiste mit dem Pinseltool zu machen, weil man dann halt weniger einzelne Objekte im Park hat und das später für die FPS besser ist. Aber an manchen Stellen geht es halt einfach leider nicht. Hier habe ich auch nochmal die Klippe so ein bisschen steiler gemacht, damit dort auch kein Dinosaurier raus kann. Im Endeffekt werden wir natürlich später eh nochmal einmal überall unsichtbare Barrieren hin platzieren. Seht ihr am Ende des Videos dann auch nochmal. So, und jetzt ist ja schon eine Menge Wald entstanden. Und das wird sogar noch mehr. Das ganze Stück hier wird noch Wald. Auch wieder schön mit roten Büschen dazwischen. Und ich habe auch diese Baumstammgalerien einfach mal als Dekoobjekte benutzt. Die kann man nämlich auch im Boden versenken, so ein bisschen schräg. Und dann hat man so, ja, so kaputte Baumstämme, die so ein bisschen aus dem Boden ragen. Nochmal einige Büsche an den Rand. Und wieder
viele, viele Tannen. Achso, einen Futterspender habe ich hier übrigens auch hin platziert. Das hatte ich gar nicht im Schnitt mit drin. Und dann hier oben auch noch mal ein paar mehr Büsche. Die habe ich dann auch immer am Boden versenkt. Immer nur so ein bisschen rausgucken. Und schon wirkte das Ganze gar nicht mehr so krass kalt und ungemütlich. Fand es jetzt eigentlich ganz schön sogar. Am letzten Stück wollte ich auch noch mal ein bisschen was Besonderes haben. Da habe ich dann diese abgestorbenen Bäume genommen und die einfach so ein bisschen umgekippt gemacht. Damit es dann auch noch mal sich so ein bisschen unterscheidet zu dem Rest vom Gehege. Die habe ich dann teilweise auch übereinander platziert. Und dann hier auch noch mal ein paar Felsen dazwischen. Und dann war die Tour soweit fertig. Jetzt muss ich auch noch den Berg dort oben auf der Seite, wo man in die Galerien reingeht sozusagen. Da muss ich den auch noch ein bisschen gestalten. War aber eigentlich auch wieder relativ identisch zu dem davor. Terraforming habe ich halt immer so ein bisschen so gemacht, dass ich übergeglättet habe, aber trotzdem noch so ein paar Kanten drin hatte. Und dann schön angepinselt, damit es auch felsiger wirkt und nicht alles komplett schneeweiß ist. Und dann habe ich mich auch dazu entschieden, hier nochmal ein Stück Zaun zu machen. Aber so einen hüfthohen Zaun. Den habe ich dann auch bis zu dem Zipline-Turm geführt. Und dann nochmal wieder einige Felsen. Dann kam auch noch auf die Wegflächen, die ich ja am Anfang gemacht hatte, ein paar Sitzmöglichkeiten für die Besucher. Und auch hier musste das Terrain noch ein bisschen gestaltet werden. Überall ein paar Bäume hin, ein paar Felsen. Und auch so ein paar kleine Fehler ausmerzen, die entstanden sind durchs Bearbeiten. Es passiert ganz gerne mal, dass dann so ein bisschen das uneben wird. Da muss man dann immer genau gucken. Laternen habe ich natürlich auch wieder überall hingestellt. Und auch solche Sitzbänke. Und dann nochmal ganz viel Wald drumherum eingezeichnet erstmal. Und noch mehr Laternen. Eigentlich den ganzen Weg entlang. Und hier oben kamen auch noch mal ein paar Sitzsachen hin, da Sitzmöglichkeiten. Immer schön an die Ränder. Hier hatten wir auch eine riesige Wegfläche. In die Mitte kommt dann auch noch mal ein Springbrunnen hin. Und Bänke. Dann mussten auch noch die ganzen Besucherläden angepasst werden. Das hatte ich fast vergessen. Habe ich dann aber zum Glück noch gemacht. Dann musste ich mir erstmal so ein kleines Design raussuchen. Ich fand das mit den gelben Bäumen eigentlich wieder ganz schön. Und dann habe ich die meisten Läden eigentlich im relativ identischen Stil gemacht. Und hier wechsle ich sogar nochmal zu diesen Holzsachen. Das fand ich schöner. Also diese Holzfronten. Die Farbe habe ich einfach wieder gelassen, also das Grün, das fand ich okay. Das war eigentlich ganz passend für die Schneelandschaft. Jetzt hier auch noch ein paar Felsen hinter und in die Zwischenbereiche auch so, zwischen Weg und Wald. Und dann kam hier an die Dreierkreuzung ein Springbrunnen noch hin. Dort habe ich eine Plattform gebaut. Denn hier soll wieder eine Statue hin von dem Lebewesen, was dort im Gehege leben wird. Und das ist der Yutyrannus.
Da ich das ein bisschen leer fand, habe ich noch einen zweiten dazu platziert. Die sind ja eh soziale Tiere, deswegen passt das ganz gut. Und am Ende habe ich dann nochmal alles mit diesen unsichtbaren Barrieren abgesteckt. Immer schön vor der Klippe, damit die dort auch nicht die Schräge oder sowas hochlaufen. Und dann auch hier einmal drumherum. Und ihr habt ja gerade schon gesehen, welche Dinosaurier hier in das Gehege kommen. Nämlich kommt hier der U-Tyrannus rein. Da suchen wir uns jetzt mal noch schöne Skins raus. Ich finde Weiß eigentlich schon ziemlich gut, muss ich sagen. Mal gucken, ob es da noch eine andere Farbe gibt, die ansprechend ist. Aber den goldenen finde ich auch irgendwie cool. Den hier. Vielleicht können wir einen goldenen machen. Das ist dann so das Alpha-Männchen. Und dann machen wir nochmal den Rest, glaube ich. Ja, wir machen da... Ich glaube, ich mache insgesamt 5 Stück. Die sollen ja auch Rudeltiere sein, ne? Warte mal, naja, 5 ist zu viel. Wir machen 4. Dann machen wir einen weißen. Mit Rot finde ich immer ganz cool. So. Dann machen wir noch einen weißen. So. Und dann machen wir noch einen, der ein bisschen anders ist von der Farbe. So ein Zwischending. Und der kriegt dann dieses Pattern. Sehr gut. Dann habe ich hier 4 Yutis drin. Aber das war noch nicht alles, denn ich möchte hier auch noch gerne den Sinosauropteryx reinmachen. Die dürfen sich eigentlich vertragen. Okay, das ist ein relativ weißer Skin. Da mache ich jetzt nochmal ein paar verschiedene Patterns. Da können wir auch ruhig ein paar mehr machen. Ich werde auch mal noch ein bisschen unterscheiden. Ich weiß nicht, welche Farbe der Skin hat. Passt schon. Ich hoffe halt, dass die keine Lücke finden zum Ausbüchsen. Weil bei den so kleinen Dinos ist es halt echt schwierig manchmal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es sind, aber es können ruhig ein paar mehr sein. Das macht nichts. Können wir mal kurz hier in diese Ansicht gehen. Ah ne, hier sieht man es nicht. Hier sieht man es. 1, 2, 3, 4, 8 Stück. Okay. Ja, passt doch. Dann haben wir hier jetzt nämlich das Gehege fertig. Und dann müssen wir mal schauen, ob die dann hier auch nicht ausbüchsen und sowas. Werde ich dann halt auf Dauer testen. Aber Leute, das soll es dann jetzt auch mit der heutigen Folge aus unserem Park Jurassic Antarctica gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und hier seht ihr nochmal Cinematic-Aufnahmen.